und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch diesen Buckler vorstellen. Und los geht's. Der Buckler von Zeughaus ist einem Buckler aus den Lehrbüchern von Thalhofer nachempfunden. Der Buckler wiegt um die 1,25 Kilogramm, hat eine Materialstärke von ungefähr 1,8 mm und kostet um die 40 Euro. Er ist schön gearbeitet, bruniert und mit Hammerdellen versehen. Diese sollen womöglich zum dekorativen Effekt beitragen. Die Ränder sind umgebürdelt. Das heißt, so gibt es keine scharfen Kanten, an denen du dich oder dein Gegenüber verletzen kannst. Die Spitzen des Bucklers laufen zu und sind umgeschwungen, also wie umgebogen. Hierfür gibt es eigene Techniken, wie man sich damit einen Vorteil im Kampf verschaffen kann. Der Griff des Bucklers ist mit Holzgriffschalen eingefasst. Er liegt sehr gut in der Hand und das funktioniert auch, wenn du einen Handschuh trägst. Ich freue mich schon, den Buckler demnächst mal im Kampf und ein bisschen unter härteren Bedingungen zu testen. Das habe ich zumindest vor, auch mit noch ein paar anderen meiner Ausrüstungsgegenstände. Ich finde, der Buckler ist für den Preis tipptopp, liegt gut in der Hand und ist auch echt ein schönes Schmuckstück. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören und sehen uns demnächst wieder. Und jetzt kommen die Outtakes und dann verabschiede ich mich nochmal richtig in der Endcard von euch. Macht's gut! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich euch diesen schaukampftauglichen bzw. kampftauglichen bzw. ich fange einfach nochmal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich euch diesen richtigen... Ah, leider, ich fange mal schon an zu werfen, bevor ich aber irgendwas gesagt habe. Man merkt, dass ich nicht so lange schlafe. Hallo und herzlich willkommen zu diesem... Also du darfst hier auch aufs Klo, gell? Stehst da drüben, ich leg den Brett drauf und dann kannst du reinkacken. Einfach mit Börekstange. Die verdichtet ist in deinem Kopf. Wir hatten den Börek eigentlich mitgebracht. Die ist mir sowieso viel zu verdichtet, die Börekstange. Da habe ich ja richtig was dran zu knabbern. Hallo, du musst halt damit jonglieren können, was? Das war's denn jetzt so wirklich mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wir hören und sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, bleib gesund und bis bald.